Hallo, grüßt euch und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder mal eine Modvorstellung für euch und zwar von diesen schönen Rangierloks hier. Das ist die Foslo G1700-2BB, auch bekannt als BR277. Gebaut, wie der Name schon sagt, von Foslo. Gemoddet für uns von Markus 1014. Das ist eine Lok für den schweren Güter- und Rangierdienst. Lieben Dank dafür, Markus, falls du das sehen solltest. Wirklich eine schöne Lok geworden. Wir haben hier drei Varianten der ÖBB, drei Varianten der SBB und drei Varianten der DB. Also Österreich, Schweiz und Deutschland. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an, mit der Anmerkung, dass ihr den Download-Link natürlich in der Videobeschreibung findet. Hier vorne haben wir die Variante der LTE Logistik. Das ist ein privates Logistik- und Transportunternehmen aus Österreich. In hellblau, himmelblau und weiß. Schön die Lüfter hier oben. Wirklich, wirklich toll. Sieht das Ganze aus. Der Schornstein hier. Oben die Zugspitzsignale. Auch der Führerstand, obwohl man den ja eigentlich nie sieht. Gab ja auch die Diskussion jetzt im Forum. Oder gibt immer noch die Diskussion, dass man das vielleicht hinkriegt, dass die Mitfahrkamera auch den Führerstand zeigt. Was ziemlich knifflig ist. Ich glaube nicht, dass man das umsetzen kann. Aber nichtsdestotrotz, auch der schön modelliert. Auch hier die Laufstege, ringsherum die Trittbretter hier, echt viele, viele Details, auch hier unten die Federn, die Bremsen, richtig schick. Dann haben wir hier die Kupplung, Rangierkupplung ist hochgeklappt. Richtig schick geworden. Hier die Variante der GKB, der Graz-Köflacher Eisenbahn in, ja, ich nenne es mal Verkehrsrot. Das finde ich ja immer so ein Highlight bei Dieselloks, wenn die Lüfter sich drehen. Animierte Lüfter. Das sieht richtig schick aus. Das sind so kleine Details, die das Ganze dann einfach nur, ja, noch. Ich sag's einfach mal ganz salopp, noch geiler machen. Ja, gute Heisenberg zockt, hat ja mal gesagt, als er damals zu Train Fever angefangen hat, da kam ich dann auch so auf die Spiele Train Fever, Transport Fever, das war so mein Einstieg mit seinen Videos. Er hat ja mal gesagt, das ist wie so ein Modellbahnladen, da gehst du rein und kaufst dir dann einfach deine Loks und wir laden uns das hier runter, anstatt zu kaufen. Ohne die Modder würde gar nichts gehen. Auch nochmal hier ein riesen Dank an jeden einzelnen Modder. Seien es noch so kleine Mods oder Mods, wo ihr sagt, die sind einfach blöd. Jeder Modder bereichert dieses Spiel einfach. Aber weiter im Text. Hier haben wir die weiße Variante der GKB. Wieder Graz-Köflacher Eisenbahn. Auch schick. Weiß ist natürlich jetzt für ein Rangier- und Güterdienst natürlich nicht so präferiert, sag ich mal. Da sieht man dann jeden Schmutz. Muss dann halt öfter gewaschen werden, aber sieht schick aus. Mit dem roten Schriftzug hier noch dazu. Auch hier Strabag steht da drauf. Was steht hier? Auf uns fahren sie ab, hier unten. Jägerbau. Steht auch noch drauf. K2. Auch hier unten die Beschriftung. Bei jeder Lok anders. Wirklich richtig viele Details an dieser Lokomotive. Schick, schick. Ja, fliegen wir weiter in die Schweiz mit der Variante der BLS. Bern-Lötschberg-Simplonbahn war das früher. In der Schweiz fahren diese Züge unter der diese Loks unter der Bezeichnung AM843. Auch hier unten zu sehen.
Neongrün, hellgrau, weiß. Ich würde eher sagen, es ist hellgrau. Und dieses Blau, noch der Absatz hier unten und der Schriftzug dann auch. Das Heck und die Front dann auch in diesem Blau, Neongrün und hier Blau. Auch hier vorne nochmal AM 843. Wirklich eine schicke Lok, das muss ich schon wirklich sagen. Ich bin ja nicht so der Rangiertyp. Auf den Karten, die ich baue, ist nie so viel Rangierdienst. Ich vergesse das einfach immer. Ich irgendwie Betriebswerke oder Güterbereiche baue, vergesse ich immer Spitzkehren zu bauen, dass da auch Güterverkehr verkehrt. Und wenn ich dann fertig bin, denke ich mir, Kacke. Und dann ist es meist ziemlich schwierig, das noch umzusetzen. Die Variante der SBB Cargo ist ja auch bekannt. Unten auch SBB CFF FFS Cargo. Das Logo der Schweizer Bundesbahn. Auch eine schöne Lackierung. Gefällt mir immer gut. Diese Variante, also diese Lackierung, jetzt nicht die Lok, sondern die Lackierung sieht man ja auch oft in Deutschland rumfahren. Zumindest hier bei mir in Kassel habe ich schon oft Lokomotiven der SBB Cargo gesehen mit dieser Lackierung. Dann hier noch die Variante der SBB, ganz schlicht. Das Logo der SBB groß drauf in weiß. Und natürlich haben wir in der Schweiz dann den Führerstand auf der linken anstatt auf der rechten Seite. Wir haben ja Linksverkehr. Was heißt den Führerstand, sondern der Führerstand ist einfach gespiegelt. Wenn euch das hier anschaut. Die Monitore hier links und rechts sitzt der Mann. Und hier habt ihr die Monitore dann hier rechts. Und links sitzt der Mann, der Lokführer. Ja, und jetzt noch die Variante, also die drei Varianten aus Deutschland. Hier die Foslo-Variante. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob das eine Lackierung ist. Auch eine Mietlackierung ist oder ob das ab Werk, die so aus dem Werk kommen oder kamen, gebaut wurden, die Loks ja von 2002 bis 2011. Hier ein weißer Pfeil, grüner Führerstand, blaue Absetzung mit weiß. Foslo. Foslo Locomotives. Dann die Variante der Mittelweserbahn. Gefällt mir persönlich sehr gut. Blau mit Gelb. Ganz dezent gelb. Hier steht V2302 drauf. Aber wie gesagt, auf Wikipedia steht, diese Loks fahren in Deutschland unter der Bezeichnung BR 277. Und dann hier die Variante der Wiebe Gleisbau GmbH AG. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Wiebe. Immer schön, wenn man Lokomotiven, Waggons in der Lackierung hat von Wiebe. Dann kann man sich schöne Gleisbauzüge bauen. Gleisbauzüge bauen, auch ein schönes Wortspiel. Oder auch Baustellen sich schön erstellen. Immer schön, diese Lackierung. Freue ich mich immer, wenn da was dabei ist. Hier haben wir den Führerstand wieder rechts. Von der anderen Seite. Schick, schick. Also die Loks gefallen mir wirklich super. Gucken wir uns das nochmal im Depot an. Dauert immer ein wenig bei mir.
So, zu finden natürlich unter Dieselloks. Hier haben wir schon die Variante der BLS gedreht. Keine Ahnung, warum die da oben reingerutscht ist. Hier steht ja auch AM843. Und dann scrollen wir runter. Und dann finden wir hier unten die restlichen Lokomotiven hier. Gibt es wie gesagt auch alle in gedrehter Variante. Die österreichischen Versionen. Uns ja auch mal die Leistung der Lok angucken. Höchstgeschwindigkeit 100, Gewicht 72 Tonnen, Leistung 1700 Kilowatt, Zugkraft sind 291 Kilonewton, Lebensdauer 50 Jahre. Betriebskosten kann ich euch wie immer nicht sagen und was die Lok kostet, auch nicht, da ich ja ohne Kosten spiele. So, hier haben wir die Schweizer Varianten. Gesagt, die BLS gedreht haben wir ja ganz oben gehabt. Und dann noch hier die deutsche Variante. Wie gesagt, schön finde ich auch, dass es das Ganze gedreht gibt. Und damit soll es das auch gewesen sein. Schreibt mir doch mal eure Meinung über diese schöne Lok. Würde mich freuen. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. In dem Sinn, lasst euch nicht ärgern. Ich bin raus, macht's gut und ciao.